Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Christian Weiß. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen bei CapTrader zum Webinar zum Thema Optionsstrategien bzw. Grundlagenoptionen heute Abend. Kurze Frage an die Teilnehmer: Können Sie mich hören? Ist der Ton okay? Können Sie auch ein Bild sehen? Dann können wir auch gleich beginnen. Sie haben also die Möglichkeit, auch mir Fragen zu stellen. Das heißt, Sie haben auf der rechten Seite eine Chat-Funktion, wo Sie Fragen stellen können. Genau, vielen Dank für dieses Feedback. Also Ton ist in Ordnung. Und dann werde ich auf die Fragen während des Webinars auch eingehen können. Vielleicht vorab, wer von Ihnen handelt denn schon aktiv Optionen? Also jetzt nicht über einen Börsenbrief nach speziellen Empfehlungen, sondern wirklich aktiv selber durch eigene Marktentscheidungen. Wer von Ihnen ist denn aktiv schon dabei, Optionen zu handeln? Vielleicht mal mit Ja im Chat und Nein, wenn Sie es noch nicht handeln, damit ich mal so einen groben Überblick bekomme, wie weit der Kenntnisstand so ist. Also wir fangen an wirklich bei den Grundlagen, damit Sie erstmal wissen, was ist überhaupt eine Option, was ist ein Call, was ist ein Put, kann man Optionen kaufen und verkaufen und so weiter. Und ich gehe auch dann am Ende nochmal auf die TWS, auf die Plattform ein, mit der Sie bei uns Optionen handeln können bei CapTrader, und zeige Ihnen dann, wie Sie eine Order eingeben und so weiter. Okay. Also die meisten, wenn ich das so sehe, handeln noch nicht aktiv oder sind in der Anfangsphase oder wollen damit anfangen. Genau, dann ist das sicherlich schon informativ, diese Grundlagen sich anzuschauen. Gut, ich werde jetzt mal den Bildschirm wechseln. Sie sehen gerade noch die Homepage von uns. Und ich wechsle mal auf die Folien. Gut, also wollen wir beginnen. Grundlagen, Optionen, also wie gesagt, es geht darum, was sind überhaupt Optionen, wie wird ein Optionspreis berechnet, was ist ein innerer Wert zum Beispiel, was ist ein Zeitwert, da gehe ich nicht speziell darauf ein. Long Call, Long Put, Short Call, Short Put werde ich Ihnen zeigen, und dann Covered Call, das sind so die ersten Grundlagen, sage ich jetzt mal, von Optionen, die man kennen sollte. Fangen wir an mit ein bisschen Theorie, das heißt, was ist eine Definition von einer Option, was ist das Ganze? Also im Grunde genommen ist eine Option ein Vertrag zwischen zwei Parteien. Es gibt immer einen Käufer und einen Verkäufer von diesen Optionen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Option kaufen, dann muss jemand anders diese Option verkaufen. Und zwar in dem Falle jetzt hier, wenn Sie Käufer einer Option sind, erwerben Sie gegen Zahlung des Optionspreises, auch genannt die Prämie, erwerben Sie das Recht, beispielsweise ein bestimmtes Finanzinstrument in festgelegter Menge an oder bis zu einem festgelegten Zeitpunkt zu einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist die Definition. Das heißt also, ich fasse nochmal kurz zusammen, Sie erwerben ein Recht. Mit diesem Recht haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel 100 Henkel-Aktien, wenn wir hier bei dem Beispiel bleiben, zu einem bestimmten Preis bis zu einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Zu kaufen bei einer Kaufoption und zu verkaufen bei einer Verkaufsoption, also Call oder Put. Das heißt, Sie erwerben das Recht, Sie müssen dieses Recht aber nicht ausüben. Und das ist ganz entscheidend. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, zum Beispiel diese Henkel-Aktien zu kaufen, aber Sie müssen das nicht tun. Und das unterscheidet Sie vom Verkäufer. Das werden Sie gleich noch sehen. Der Verkäufer hat nämlich die Verpflichtung, Ihnen dann diese Aktien auch anzudienen oder zu liefern. Bleiben wir aber jetzt mal beim Käufer der Option. Das heißt, Sie haben also ein Recht, für einen bestimmten Preis zum Beispiel Aktien, also ein bestimmtes Finanzinstrument, können auch Futures sein zum Beispiel. Bleiben wir hier mal bei den Aktien.
diese Aktien zu kaufen zum Beispiel. Ganz einfach, wann werden Sie das machen? Wenn Sie das Recht haben, hier in dem Beispiel die Henkel-Aktien für 40 Euro zu kaufen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann macht das natürlich nur Sinn, wenn der Kurs deutlich oder etwas oberhalb der 40 Euro ist. Weil warum sollten Sie ein Recht ausüben, etwas Bestimmtes für 40 Euro zu kaufen, wenn Sie es vielleicht an der Börse für 30 kriegen? Ja, dann werden Sie das Recht nicht ausüben und das nennt man dann auch diese Option verfallen lassen. Das heißt, Sie haben das Recht gekauft, Sie haben dafür eine Prämie bezahlt, also den Optionspreis, und haben aber diese Option nicht ausgeübt und haben dann keine Aktien bekommen. Okay. Der Verkäufer, auch genannt Stillhalter, dagegen übernimmt die Verpflichtung, die Aktien, sage ich jetzt mal, den Basiswert, die Aktien zu einem festgelegten Zeitpunkt zu verkaufen beim Call, beziehungsweise zu kaufen beim Put, das ist genau umgekehrt. Das heißt, sofern der Käufer sein Recht in Anspruch nimmt, das heißt die Option ausübt. Als Gegenleistung erhält er den vom Käufer bezahlten Optionspreis, also die Prämie. Also ein Beispiel, Sie sind der Käufer von der Option, Sie kaufen jetzt einen Call für 200 Euro beispielsweise insgesamt und dann bin ich der Verkäufer dieser Option, ich bekomme von Ihnen die 200 Euro, diese Prämie und dafür haben Sie das Recht, also die Möglichkeit, diese Option auszuüben. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einer Versicherung. Sie versichern sich zum Beispiel gegen Hochwasser als Beispiel und Sie haben das Recht, die Versicherung in Anspruch zu nehmen, wenn Sie einen Schaden haben. Aber solange es keinen Schaden gibt, brauchen Sie natürlich die Versicherung nicht in Anspruch zu nehmen. Und das ist Vergleich immer dieses Verkaufen einer Option kommt quasi gleich, als ob Sie eine Versicherung quasi verkaufen. Das heißt, die Versicherungsnehmer haben das Recht, die in Anspruch zu nehmen, wenn es sein muss, aber die Versicherung rechnet natürlich damit, dass sie nicht in Anspruch genommen wird. Okay. Gehen wir weiter und zwar nochmal zusammengefasst, Käufer und Verkäufer, also das ist ein ganz klarer Unterschied. Als Käufer haben Sie das Recht, beim Call die Aktien zu kaufen oder beim Put die Aktien zu verkaufen und als Verkäufer haben Sie die Pflicht, diese Aktien dann zu liefern oder auch abzunehmen, je nachdem, ob Sie einen Call oder einen Put verkauft haben. Das hat auch Unterschiede in der Margin-Leistung, in der Sicherheitsleistung, das heißt, als Käufer brauchen Sie in der Regel keine oder ganz geringe Marge nur hinterlegen. Als Verkäufer müssen Sie eine Margin hinterlegen, weil Sie da natürlich ein viel höheres Risiko haben. Sie haben also als Verkäufer so im Grunde genommen auch ein unendliches Verlustrisiko und als Käufer haben Sie das nicht. Also als Käufer können Sie maximal die gezahlte Optionsprämie verlieren. Ja, das heißt, Sie setzen einen bestimmten Betrag ein, sagen wir mal die 200 Euro und haben dafür Recht, Aktien zu kaufen. Entweder Sie machen damit einen Gewinn oder Sie verlieren die 200 Euro. Sie können aber nicht mehr verlieren als Käufer von Optionen. Okay. Ja, was ist der Optionspreis? Der Optionspreis besteht aus dem inneren Wert und dem Zeitwert. Der innere Wert, der kann positiv sein oder null. Also entweder es gibt einen inneren Wert oder es gibt keinen inneren Wert. Wenn es keinen inneren Wert gibt, dann hat die Option nur einen Zeitwert. Also Beispiel. Innerer Wert, eine Option, die es ermöglicht, den Basiswert zum Bewertungszeitpunkt günstiger als am Markt zu kaufen oder halt zu verkaufen, besitzt einen inneren Wert. Der innere Wert kann nur positiv oder null sein. Das heißt, beim Call ist der innere Wert
der Kurs des Basiswerts minus Ausübungspreis. Falls dieser größer ist als 0. Ansonsten ist er 0. Das heißt, entweder es gibt einen inneren Wert oder es gibt keinen. Beim Put genau umgekehrt. Ausübungspreis minus Kursbasiswert, falls 0, falls größer 0, ansonsten 0. Können Sie also merken, entweder es gibt einen inneren Wert oder es gibt keinen. Wenn es keinen gibt, gibt es nur noch den Zeitwert und der nimmt natürlich ab, je näher die Option sich dem Verfallsdatum nähert. Gibt es drei Arten von Optionen, das heißt, man nennt eine Option, die einen inneren Wert besitzt, als eine Option, die im Geld ist, beziehungsweise in the money. Eine Option ohne inneren Wert bezeichnet man als aus dem Geld oder out of the money. Und dann gibt es noch am Geld, das heißt, der Ausübungspreis ist gleich der Marktpreis. Und das haben wir hier mal gegenübergestellt. Das heißt, der Ausübungspreis ist kleiner als der Basiswert. Dann ist der Call im Geld. Der Put ist natürlich dann aus dem Geld. Oder umgekehrt, der Ausübungspreis ist größer als der Kurs des Basiswertes, dann, das heißt, der Call ist aus dem Geld und der Put ist im Geld. Und am Geld heißt innerer Wert gleich 0 auch. Ausübungspreis gleich Kurs des Basiswertes. Das ist also der Optionspreis, damit Sie wissen, wie berechnet sich der überhaupt oder aus was besteht der überhaupt, was gibt es für Optionen, Optionen im Geld, am Geld und aus dem Geld. Und schauen wir uns jetzt mal an, was gibt es für Optionen, was ist denn überhaupt ein Call, wie sieht das aus, wenn ich einen Call kaufe, wie sieht es aus, wenn ich den verkaufe. Fangen wir aber an, wenn ich also einen Call kaufe, sprich Long Call. Es gibt Long Call, dann gibt es natürlich auch Short Call. Long Call heißt, ich kaufe den Call und Short Call heißt, ich verkaufe den Call. Also übersetzt hier Long Call mit Kauf einer Kaufoption. Das heißt, ich kaufe mir ein Recht, Aktien zu kaufen. Long Put wäre, ich kaufe mir das Recht, die Aktien zu verkaufen. Aber in dem Falle kaufe ich mir ein Recht, Aktien zu kaufen. Und jetzt sehen Sie schon, ich fange quasi im Minus an. Warum? Weil ich für dieses Recht, für diese Option eine Prämie zahlen muss. Ist wie bei einer Versicherung, da zahlen Sie auch jährlich eine Prämie. Egal, ob Sie die in Anspruch nehmen oder nicht. In dem Fall ist genauso, Sie zahlen eine Prämie und haben erstmal diese Differenz wird Ihnen vom Konto abgezogen. Als Beispiel jetzt 200 Euro oder wie auch immer. Das ist der Strike-Preis. Und wenn, hier ist das Minus links, rechts ist Plus, das ist also der Aktienkurs. Wenn der Aktienkurs steigt, also sich nach rechts bewegt, dann sind Sie irgendwann hier Break-Even. Das heißt, hier kommen Sie in die Gewinnzone und machen dann dementsprechend Gewinne. Wir schauen uns dazu ein Beispiel an. Was ist das Motiv hierhinter? Das heißt, der Anleger erwartet im Mai einen kurzfristigen Kursanstieg der Adidas-Aktie, möchte jedoch nicht das Risiko eines Kursrückgangs eingehen. Ausgangssituation. Der Aktienkurs der Adidas Aktie beträgt am 24. Mai 67 Euro. Der Kurs der Adidas Call Option, Verfallsdatum Juni mit Basispreis 65, liegt bei 3,10 €. Die Strategie ist also, ich kaufe einen Call auf Adidas,
Juni 65 für 3,10 Euro. Was bedeutet das also? Juni 65, 3,10 Euro. Das schauen wir uns an. Also es bedeutet, ich habe das Recht, die Adidas-Aktien mit Ablauf Juni für 65 Euro das Stück zu kaufen. Dieses Recht kostet mich aber 3,10 Euro. Das heißt, ich muss natürlich die 3,10 Euro noch pro Aktie drauf addieren, bin ich bei 68,10 Euro. Das heißt, bei 68,10 Euro bin ich break-even. Und das sehen wir jetzt hier auch in der nächsten Grafik. Das heißt, Kurs der Adidas-Aktie am Laufzeitende 68,10. Da bin ich break-even. Weil ich habe ja den Call gekauft, Basis 65, und der hat mich gekostet 3,10 Euro in dem Beispiel. Das heißt, wenn jetzt die Adidas-Aktie gefallen ist auf 63 oder auf 61, dann ist der Call wertlos, weil ich habe ja das Recht, die Adidas-Aktie für 65 Euro zu kaufen. Warum sollte ich das tun, wenn ich sie für 61 Euro kaufen kann an der Börse? Das heißt, ich lasse dieses Recht verfallen und kaufe die Aktien, wenn ich es möchte, für 61 Euro. Deswegen ist der Wert des Call bei 0. Er hat in dem Fall am Laufzeitende auch keinen Zeitwert mehr, der ist auch verfallen, und der innere Wert ist auch bei 0. Das heißt, ich habe keinen inneren Wert, keinen Zeitwert in dem Falle. Gewinn und Verlust pro Kontrakteinheit ist 3,10 Euro. Das heißt, ich kann nicht mehr als 3,10 Euro pro Kontrakt verlieren. Das ist das, was ich gezahlt habe an Prämie. Also mal 100 Stück, weil ich bekomme für einen Kontrakt 100 Aktien. Also 310 Euro hätte ich jetzt hier maximal verloren. Und 310 ist die Prämie, die dann der Verkäufer des Calls bekommen hat von ihm. Steigt die Aktie hingegen, das heißt, sie steigt zum Beispiel hier auf 71 oder auf 73, dann nimmt natürlich der Wert des Calls dementsprechend zu und mein Gesamtgewinn nimmt auch zu. Ja, bei 69 habe ich insgesamt nur 90 Cent gewonnen, weil ich ja Break-Even bei 68,10 bin. Das heißt, die 90 Cent wäre hier mal die Differenz zu 68,10. Ist das soweit verständlich? Zeige das nochmal in der Grafik. Die App extra jetzt ein bisschen ausführlicher gemacht, damit Sie wirklich Schritt für Schritt das nachvollziehen können. Das heißt, das ist die Prämie, 3,10 Euro. Hier ist mein Strike-Preis bei 65 und ich bin Break-Even bei 68,10. Gut, jetzt haben wir uns den Long-Call angeschaut, jetzt schauen wir uns den Short-Call an. Also, wie sieht es für den Verkäufer aus? Das Diagramm sieht dementsprechend genau gespiegelt, also nicht ganz, also sieht umgekehrt aus, gespiegelt aus. Das heißt, ich habe die Prämie erhalten, diese 310 Euro. Das heißt, mein Kontostand steigt an. Das ist auch wirklich so. Das heißt, ich bekomme ja die Prämie gutgeschrieben und ich kann aber auch nur auch maximal die Prämie als Gewinn erzielen. Ich kann nicht mehr erzielen als diese Prämie. Aber ich kann natürlich umso mehr verlieren. Wann verliere ich? Wir sehen es hier, wenn der Aktienkurs steigt, dann verliere ich, weil ich muss die Aktien ja zu 65 Euro liefern. Und auch wenn die Aktie dementsprechend höher steht.
Also hier ist dann sozusagen der Punkt, wo ich in die Verlustzone komme, je nachdem, wie weit die Aktie dann steigt. Also genau umgekehrt, man muss das anschauen. Wo ich hier Gewinne mache, mache ich natürlich ab hier, ab 68,10 mache ich Verluste. Und kann unendlich viel auch dann dementsprechend verlieren als Short Call. Jetzt kommt gerade eine Frage, was passiert, wenn ich die Call- oder Put-Option am letzten Tag nicht verkaufe? Wenn sie einen inneren Wert hat, dann bekommen sie die Aktien. Ja? Also wenn sie zum Beispiel Long Call haben und der Call hat einen inneren Wert, dann bekommen sie die Aktie geliefert. Oder andersrum, sie sind short in den Aktien, müssen sie Aktien verkaufen. Oder sie kriegen dann eine Short-Position, wenn das einen inneren Wert hat, weil dementsprechend, wenn sie Verkäufer sind. Das heißt, in dem Falle kriegen sie quasi die Aktien sozusagen ins Depot geliefert. Genau, der Short Call ist der Stillhalter. Ja, Long Call ist der Käufer und Short Call ist der Stillhalter dieser Position. Das heißt, der Verkäufer des Calls. Ja, und der Stillhalter muss die Aktien verkaufen. Und wenn er die nicht hat, ja, dann hat er die Aktien nachher short im Depot, der Stillhalter. Ja, wenn er sie hat, dann werden sie natürlich glattgestellt oder abgezogen von der Position der Aktien, die er hat. Wenn er sie nicht hat, dann hat er nachher eine Short-Position mit Aktien im Depot. Jetzt kommt eine Frage, kann ich einen Short Call zurückkaufen? Ja, sicherlich. Also Sie können die Optionen handeln an der Börse, genauso auch wie die Aktien. Sie können ja Aktien short gehen, sprich Sie können 200 Adidas Aktien verkaufen und dann sind sie short, also spekulieren auf fallende Kurse direkt von der Aktie. Und wenn die Aktie fällt, dann machen sie Gewinn und kaufen die Aktien später zurück. Und genauso ist das auch mit den Optionen. Das heißt, wenn sie einen Call gekauft haben, dann verkaufen sie ihn später. Und wenn sie ihn aber zuerst verkauft haben, also Short Call, den haben sie ja zuerst verkauft, dann müssen sie, um die Position zu schließen, diesen Call zurückkaufen. Ja, nach Möglichkeit natürlich günstiger. Also Beispiel, Sie haben 3,10 € bekommen und nachher ist er nur noch 1,10 € wert, dieser Call. Dann kaufen Sie ihn für 1,10 € zurück und haben dementsprechend 2 € Gewinn gemacht pro Kontrakt. Jetzt kommt eine Frage, kann ich für eine Option auch einen Stop oder einen Take Profit eingeben? Ja, das können Sie machen. Take Profit geschieht ja in der Regel mit einer Limit Order. Sprich, wenn Sie die Option gekauft haben, dann ist das ein Verkaufslimit, wo Sie im Gewinn die Option dann schließen. Ein Stop würde ich nicht direkt im System setzen. Ich würde einen Stop, ja, also wie soll man das sagen, mental setzen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, Sie sollten natürlich schon einen Stop sich aufschreiben, wo Sie aus diesem Wert wieder rausgehen, aber Sie sollten den nicht im System setzen, erst recht nicht bei illiquiden Optionen, weil da teilweise die Spreads dann zu weit sind und der Stop abgeholt wird. Aber wenn Sie sagen, okay, wenn die und die Marke unterschritten ist, dann schließe ich die Position mit einer Limit Order. Das sollten Sie auf jeden Fall machen. Machen können Sie das natürlich schon, also einen Stop setzen, also rein von der Technik her zu empfehlen ist das nicht. Also soll es nicht heißen, dass Sie keinen Stop setzen sollen, um Gottes Willen. Also einen Stop sollten Sie immer haben, nur
Ist halt immer die Frage, ob sie den im System auch setzen. Jetzt kommen gerade Hinweise. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Optionsschein und Optionen. Es gibt einen sehr großen Unterschied. Der Unterschied bei Optionsschein ist, dass sie einmal ein Emittentenrisiko haben. Dann stellt der Emittent auch die Kurse. Das heißt, beispielsweise eine Bank, Sie kaufen einen Optionsschein bei einer Bank, die Bank berechnet den Optionsschein auf zum Beispiel eine Aktie. Und bei einer Option gibt es immer nur einen Preis pro Basiswert und Laufzeit. Und dieser wird über die Börse gehandelt. Das ist ein eklatanter Unterschied zu Optionsschein. Genau, ich komme gleich noch zu der Ordereingabe, die zeige ich Ihnen gleich. Ich möchte Ihnen nur gleich noch die verschiedenen Modelle noch zeigen. Also wir haben Call uns jetzt angeguckt, Long Call und Short Call. Jetzt schauen wir uns noch Put an und dann zeige ich Ihnen, wie Sie das auch in der Plattform eingeben können, was für Möglichkeiten es an der Plattform gibt. Ja, Long Put. Was heißt Long Put? Bedeutet also, ich kaufe eine Verkaufsoption. Was habe ich jetzt also für ein Recht gekauft? Die Aktien zu verkaufen. Ja, ich kaufe also eine Verkaufsoption. Ich habe mir also hier ein Recht gekauft, Aktien zu verkaufen. Das ist auch das, was wirklich institutionelle Anleger nutzen, wenn sie große Aktienpositionen haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine sehr hohe Anzahl von Aktien im Depot und wollen diese absichern gegen fallende Kurse. Da können Sie natürlich sagen, okay, ich setze einen Stop. Aber machen Sie das mal, wenn Sie ein paar Millionen in irgendeiner Aktie haben und Sie setzen einen Stop, dann bekommen Sie A, nicht alle Werte dann zu diesem Stoppreis wieder los und B, ist das wie eine Art Lawine, das heißt, Sie werden immer schlechtere Kurse bekommen. Deswegen, wenn Sie einen Put kaufen, dann haben Sie das Recht, diese Aktien zu einem bestimmten Kurs zu verkaufen. Das heißt, das ist besser als ein Stop-Loss. Sie haben nämlich das Recht, den Preis zu bekommen. Dafür zahlen Sie natürlich eine Prämie für das Recht, aber wenn der Fall eintritt, dann haben Sie auch das Recht, diese Option zu ziehen, sage ich jetzt mal, und die Aktien auch zu diesem Preis zu verkaufen. Egal, ob es ein Gap gibt und die Aktie, weiß ich nicht, bei einem Euro aufmacht. Sie haben das Recht, diese Aktie zu dem festgelegten Kurs zu verkaufen. Und das haben Sie beim Stop-Loss nicht, weil beim Stop-Loss immer der nächstgehandelte Kurs per Market ausgeführt wird. Außer Sie haben vielleicht ein Stop-Limit oder wie auch immer. Aber kann sein, dass das Limit dann nicht mehr greift. Das ist der Unterschied zwischen Stop-Loss und einem Long-Put. Das heißt, mit einem Long-Put kaufen Sie das Recht, die Aktien zum bestimmten Kurs zu verkaufen. Das heißt, für eine Absicherung von Depots sehr zu empfehlen. Hier kommt nochmal kam noch eine Frage und zwar, wenn ich die Aktien im Depot habe, eben bin ich sie dann los. Das heißt, ich möchte zum Beispiel ein Dividendendepot veroptionieren. Ja, das kann passieren. Ja, also wenn Sie dann den Call oder wenn Sie die Option vorher nicht veräußern oder schließen, dann kann es sein, wenn Sie wirklich in die Option ins Geld läuft. So nennt man das, dass dann der, wenn Sie Stillhalter sind, ja, dass dann der Käufer das Recht ausübt und Sie die Aktien dann wirklich auch liefern müssen oder verkaufen müssen. Ja, wenn Sie natürlich Käufer sind, dann haben Sie das Recht, wo Sie selber sagen können, ja, möchte ich jetzt verkaufen oder nicht. Aber wenn Sie Stillhalter sind, dann müssen Sie in der Regel die
Aber dann müssen Sie die Aktien dann auch liefern. Gut, ich gehe eben noch mal kurz weiter mit den Folien, dann gehen wir gleich auf die Plattform und gehen noch auf die weiteren Fragen ein. Also Long Put, so sieht's aus. Sie zahlen eine Prämie, genau umgekehrt zum Long Call. Sie zahlen aber auch die Prämie, sind also erstmal im Minus. Das Geld wird Ihnen abgezogen vom Konto und Sie profitieren erst dann, wenn der Aktienkurs fällt. Ja, dann profitieren Sie umso mehr und Ihr Gewinn steigt. Umgekehrt, Short Put, da sind Sie Stillhalter des Puts, Sie erhalten eine Prämie und hierbei erleiden Sie natürlich Verlust, wenn die Aktie fällt. Okay, kommen wir zum Covered Call. Was ist ein Covered Call? Das heißt, Sie besitzen schon Aktien und verkaufen eine Call-Option. Oder kaufen erst die Aktien und verkaufen gleichzeitig Call-Option. Beispiel, Sie besitzen Anfang Februar 1000 Aktien der Deutschen Telekom und erwarten für die kommenden Tage keine starken Kursschwankungen. Der Anleger möchte mögliche Verluste mindern und/oder eine kleine zusätzliche Rendite erzielen. Also Beispiel, Aktienkurs der Telekom. 18,20 €. Ist schon ein etwas älteres Beispiel jetzt hier. Also Kurs Deutsche Telekom 18,20 € und Kurs der Deutsche Telekom Call Option mit Februar 19 liegt bei 43 Cent. Strategie: Wir verkaufen 10 Calls auf die Deutsche Telekom. Februar 19 für 43 Cent. Was bedeutet das jetzt? Fällt die Telekom zum Laufzeitende? Ja, wir haben uns ja angeschaut, ich gehe nochmal zurück. Der Telekom-Kurs lag bei 18,20 und fällt er also der Kurs der Telekom beispielsweise hier auf 15 €, dann ist der Call wertlos und ich habe ja die Prämie von 43 Cent bekommen. Und habe also einen Gesamtverlust der Aktienposition bezogen auf die 18,20 von 3,20 Euro hier bezogen und plus die Prämieneinnahme dementsprechend, die ich hier habe. Das heißt, ein Gesamtverlust von 2,77. Das heißt, die Prämie kann ich ja immer behalten, wenn der Aktienkurs fällt, weil die nicht ausgeübt wird, die Call-Option. Wenn jedoch der Aktienkurs steigt, dann ist mein Gewinn gedeckelt, und zwar hier auf 1,23 € insgesamt, das ist der Gesamtgewinn, den ich erzielen kann, weil ich natürlich mir durch den Verkauf des Calls bei 19 Euro quasi wie so ein Cap einbaue, das heißt nicht mehr vom Anstieg der Aktie profitiere. Das heißt, da wäre es besser, ich hätte nur die Aktien behalten, wenn ich von stärker steigenden Kursen ausgehe. Wenn ich aber davon ausgehe, der Kurs bleibt gleich oder fällt nicht wirklich stark, dann macht das Sinn, so eine Call-Option zu verkaufen, weil dann erziele ich wirklich auch die 43 Cent als Zusatzeinnahme und der Aktienkurs bleibt bei plus minus null, beispielsweise bei 18,20 und ich habe 43 Cent Gewinn erzielt. Ja, wie sieht das Ganze aus, so ein Covered Call? Ich habe einmal die Aktie, Long Equity, das heißt die lineare Kurve, wenn der Aktienkurs steigt, desto mehr Gewinn mache ich. Dann setze ich zu diesem Strike, verkaufe ich einen Call. Und wenn ich beides zusammen mir anschaue, das ist die gelbe Linie, dann ist das der sogenannte Covered Call.
Das heißt nochmal zusammenfassend, das Gewinnpotenzial der Gesamtposition Aktie plus Option ist begrenzt. Der maximale Gewinn von 1,23 Euro pro Kontrakteinheit wird erreicht, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis von 19 Euro liegt. Falls der Aktienpreis entgegen den Erwartungen weiter steigt, wird der Anleger entweder die Call-Position glattstellen oder er muss damit rechnen, dass er seine Aktien zum Ausübungspreis zu liefern hat. Beim Aktienkurs von über 19,43 am letzten Handelstag wäre die reine Aktienposition vorteilhafter. Das ist das, was ich eben gesagt habe, sprich der Cap des Gewinns durch den Short Call. Das heißt, ich habe ja hier den Call für Basis 19 verkauft für 43 Cent. Zeig sie nochmal hier. Maximalgewinn 1,23 Euro. Sprich 80 Cent Differenz vom aktuellen Aktienkurs bis zur Basis 19 plus die Prämie sind 1,23 Euro. Und ab da bleibt mein Gesamtgewinn bei 1,23 Euro, weil ich mit dem Call Verluste mache, aber natürlich mit der Aktien gewinne. Und da wäre es besser gewesen, ich verkaufe den Call wieder, damit ich die Verluste nicht mache und nur noch die Aktiengewinne mache. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal die TWS an. Wie kann ich diese Orders eingeben? Ich wechsle hier zu dem Bildschirm. Okay. Schauen wir uns mal an, die Apple-Aktie. US-Markt, deutscher Markt ist jetzt geschlossen. Apple-Aktie aktuell bei 115 Dollar. Das andere kann ich hier mal schließen. So. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Orders einzugeben. Die eine Möglichkeit ist, ich weiß schon, was ich mache. Das ist immer gut, wenn man das vorher schon weiß, was man machen möchte an der Börse. Und so kann man halt die Order wie folgt eingeben. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, ich möchte ein 116er Call mit Laufzeit Ende des Monats beispielsweise kaufen. Dann gebe ich ein AAPL, das ist das Kürzel für die Apple-Aktie, klicke hier oder drücke die Return-Taste und dann bekomme ich ja das Menü und dann klicke ich auf Optionen. Dann öffnet sich dieses Optionsfenster. Und hier kann ich die Laufzeiten in diesen Reitern hier auswählen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt beispielsweise den 19. Dezember beispielsweise, das ist ja jetzt hier der Dezemberkontrakt, das heißt der 19. Dezember, wäre also noch 17 Tage Restlaufzeit. Da möchte ich jetzt einen Call kaufen und zwar beispielsweise hier den 116er Call. Dann sehe ich, okay, der kostet mich 2,27 Dollar beispielsweise. Bid Ask, ja, also Verkaufs- und Kaufkurs. Hier ist der Basispreis. Ja, das können Sie sich ja hier anzeigen lassen. Und hier habe ich noch das Delta, das Open Interest. Die Spalten kann ich hier noch bearbeiten, aber wir schauen uns hier nur Bid-Ask an, in dem Falle 116er Call, okay, und dann kann ich sagen, ich klicke hier mit der linken Maustaste auf diese 224, 225, ändert sich ja jetzt aktuell, klicke ich hier drauf und dann habe ich diese Call-Option hier hinzugefügt. Doppelklick hier drauf, dann sehe ich die Beschreibung. Ich sehe, okay, Verfallsdatum ist der 19. Dezember um 16 Uhr Eastern Time, also 22 Uhr, verfällt die Option. Basispreis 116, Call, hier in dem Fall US-Dollar, Multiplikator ist 100, das ist bei Aktien
Der Multiplikator, das heißt, wenn Sie einen Kontrakt kaufen, haben Sie das Recht, 100 Aktien zu kaufen. Und das ist eine physische Lieferung, das heißt, Sie würden die Aktien dann auch geliefert bekommen, also ins Depot. Okay, was sehe ich jetzt hier? Ich sehe also hier Apple Dezember 19, 2014, 116er Call. Gut. Ja, warum ist die rot? Die ist rot, weil es eine Option ist, die aus dem Geld ist. Und wenn wir uns beispielsweise, weil der Kurs ist ja bei 115, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine 110er Call mir aussuche, dann ist der grün, weil der im Geld ist. Ja, also das ist nur der Unterschied. Also, wenn ich weiß, was ich kaufen möchte, dann gebe ich dementsprechend den Kontrakt so ein. Ich lasse das jetzt mal hier. Und jetzt habe ich hier meinen Bid-Ask-Kurs. Das heißt, hier kann ich jetzt diesen Apple Call kaufen. Ich klicke hier drauf. Dann kommt die Kauforder, Stückzahl 1. Ein Kontrakt heißt also 100 Aktien. Dann hier die Orderlaufzeit, tagesgültig oder halt dementsprechend länger gültig. Hier ein Limit und hier würde ich sagen, okay, Limit beispielsweise zum Midpoint 2,25 und dann kann ich noch in diese Zeile rechts klicken und sagen Check Margin. Check Margin heißt, ja, was kostet mich das als Margin? In dem Falle keine Margin. Ich habe aktuell schon Positionen im Depot, das sind hier die 6.377, die ich aktuell an Margin schon investiert habe. Und Veränderung ist 0, das heißt nach dem Trade ist auch nochmal 6.000. Also, nur was verändert sich in Euro 163, Entschuldigung, 183 Euro, sprich 225 Dollar kostet mich dieser Call. Ich zahle hier Gebühren 3 Dollar, das ist jetzt hier nicht richtig, weil es ein Demokonto ist. Ich zahle hier 3,50 Dollar dann auch. 225 Euro ist der Betrag, die Optionsprämie für den Kauf des Calls. Und hier kann ich mir noch Links anschauen lassen. Ja, was kann ich maximal verlieren? Also 228 Dollar hier, also wenn ich komplett meine Prämie verliere, ist das also meine maximaler Verlust und gewinnen kann ich theoretisch unendlich viel. Kommt eine Frage zu den Marktdaten. Muss ich Live-Marktdaten haben oder reichen auch verspätete? Es reichen natürlich auch verspätete. Sie können auch mit verspäteten Marktdaten handeln, aber es ist natürlich immer besser, wenn Sie den echten Kurs, den Realtime-Kurs direkt vor Augen haben. Wenn Sie sagen, okay, das sind länger laufende Optionen und so viel wird sich da am Preis nicht ändern, 15 Minuten verzögert reichen Ihnen aus, dann können Sie natürlich mit einer Limit-Order, aber dann wirklich nur mit einer Limit Order arbeiten und ja, entweder das Limit greift oder es greift halt nicht. Aber Sie müssen keine Realtime-Daten haben, um Optionen zu handeln. Sie können das auch mit verzögerten Kursen machen. Ja, wenn Sie Optionen ausüben möchten, dann müssen Sie das aktiv tun. Das zeige ich Ihnen gleich. Das kann ich Ihnen auch kurz zeigen, und zwar Optionsausübung. Aktuell haben wir keine Position hier drin, aber hier würden Sie dann die Position sehen, die Sie ausüben können, beispielsweise. Ja, was ist der Unterschied zwischen Initial Margin und Maintenance Margin? Ich gehe jetzt mal hier ins Konto rein. Ich habe also hier aktuell Adidas und Merck Aktien im Depot und
Habe also hier eine Initial Margin von 6.377 Euro. Maintenance Margin 5.104. Was ist der Unterschied? Wenn ich eine Position eröffne, neu eröffne, muss ich die Initial Margin leisten. Sobald ich die Position im Depot habe, dann zählt die Maintenance Margin. Das heißt, die wird etwas geringer, um die Position zu halten und reduziert sich dann um einen gewissen Betrag. Also Initial Margin ist die Margin, um die Position einzugehen. Maintenance Margin ist die, um die Position zu halten. Also beispielsweise, jetzt schauen wir uns mal an, wenn wir verkaufen wollten, diese Option, schauen wir uns mal an, was wir hier für eine Margin hinterlegen müssten. Check Margin. Das sehen Sie hier schon, Sie müssen hier knapp 2000 Euro an Margin hinterlegen. Ja, um die Position einzugehen, weil Sie natürlich auch hier ein höheres Risiko haben. Da sehen Sie vor dem Trade 6,3, nach dem Trade 8,3, reduziert sich dann aber auf 7000 Maintenance Margin, um die Position zu halten. Dieses Performance-Profil, das brauchen Sie nicht immer sich anzeigen lassen. Sie können es auch ausblenden, wenn Sie sagen, okay, ich möchte nur hier dieses Order-Bestätigung sehen. Aber hier können Sie quasi sehen, was ist hier nochmal Profit und Loss, wann bin ich in der Gewinnzone und wie wird sich das auswirken, verschiedene Szenarios, was hier Ihr Profit und Loss beispielsweise bewegen würde zum Beispiel. Okay, das ist die eine Möglichkeit, so eine Order aufzugeben. Das heißt, wenn Sie schon wissen, was Sie kaufen wollen. Nächste Möglichkeit wäre, ist der Option Trader. Ich zeige dir nochmal. Also hier ist der Option Trader. Wenn Sie nicht haben, finden Sie ihn vielleicht entweder hier in dieser Liste, können also mehr Buttons hinzufügen oder aber Sie können auch über Trading Tools Option Trader. Und dann haben Sie hier diesen Option Trader. Den Option Trader können Sie wie folgt einrichten. Und zwar haben Sie hier oben die Möglichkeit, das Underlying einzugeben. Nehmen wir jetzt mal hier Microsoft. Aber nicht alles mit Apple machen. Also Sie geben das Kürzel ein. MSFT für Microsoft. Dann haben Sie hier den Kurs der Microsoft-Aktie. Und Sie haben hier unten auf der linken Seite die Call-Seite und auf der rechten Seite die Put-Seite. Ich habe mir jetzt hier noch verschiedene Dinge eingeblendet, wie zum Beispiel Delta, Zeitwert, implizierte Volatilität und Open Interest zum Beispiel. Das nehmen wir mal hier raus. Braucht man nicht. Und hier rechts noch die Griechen, also Gamma, Vega, Theta. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wie gesagt, das ist jetzt hier ein Grundlagenwebinar. Da darf ich morgen vielleicht auf das Webinar mit Jens Raabe verweisen. Morgen um die gleiche Uhrzeit, um 18 Uhr. Optionsstrategien mit Jens Raabe. Das ist dann schon fortgeschrittener. Wir haben extra heute die Grundlagen und morgen dann dementsprechend auch ein, zwei oder mehrere Strategien mit Optionen. Gut, schauen wir uns also an. Ich habe hier also die Call-Seite und auf der anderen Seite die Put-Seite und sehe jetzt hier Bid-Ask die verschiedenen Kurse und ich sehe hier Basispreise und ich sehe das Verfallsdatum. Ich möchte zum Beispiel das Verfallsdatum jetzt diese Woche Freitag möchte ich nicht, nächste Woche auch. Ich möchte nur den Dezember sehen. Ich möchte den Januar-Kontrakt noch sehen und das war es auch schon. Und dann möchte ich verschiedene Strikes sehen. Beispielsweise hier bei der Microsoft-Aktie sind bei 48 Dollar. Ich möchte sehen die 48, die 47, 46, 45 und die 50, 51, 52, 53, 54 fließen. Das heißt, ich habe jetzt hier die verschiedenen Strikes. Und ich habe hier auch die Verfallsdaten.
Wir sehen schon, für den Januar gibt es gar nicht für jeden Strike, dann werden keine Optionen gestellt, aber das liegt immer dann auch am Verfallstag, den man sich auswählt. Das sind ja teilweise auch Weekly Options, das heißt wöchentliche Optionen, und die werden halt Woche für Woche gestellt. Ja, schauen wir uns an, hier ist der 19. Dezember zum Beispiel, der wäre jetzt für uns interessant, dann kann ich mir den Januar ausblenden und dann kann ich sagen, okay, ich möchte eventuell ein, ja, 48er Call kaufen, der kostet mich hier knapp $1 pro Option und dann können Sie hier klicken und die Order landet quasi in dieser Zeile. Check Margin, dann sehen Sie wieder, was kostet mich das? Hier $96 wäre die Prämie, ne? Also der Preis mal 100 und so können Sie also die Order aufgeben. Ich lösche die Zeile nochmal. Es gibt eine andere Möglichkeit, wenn Sie jetzt Strategien handeln möchten, beispielsweise Sie verkaufen ja, macht das hier wenig Sinn, aber gucken uns das mal an. 51er Call und kaufen den 52er zur Absicherung, das wäre so ein Bear Call Spread zum Beispiel. Das heißt, so bauen Sie sich jetzt eine Strategie zusammen, wenn Sie zum Beispiel direkt so Spreads handeln wollen. Ja, das heißt, vertikale Spreads sind möglich über das einfache Klicken von Bid und Ask und dann setzen Sie hier unter dem Strategy Builder diese Spreads zum Beispiel ein. Okay, das ist der Option Trader. Jetzt zeige ich Ihnen nochmal die Möglichkeit, direkt diese Kombination einzugeben. Das heißt, Sie geben wieder das Underlying ein, gehen dann auf Optionen und dann gehen Sie auf Optionen-Kombos. Optionen-Kombos, dann halten Sie dieses Fenster und hier gehen Sie auf Strategie. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, direkt die Strategie auszuwählen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, okay, ich möchte ein Iron Condor handeln. Haben wir jetzt nicht besprochen, was das ist. Das sind einfach zwei vertikale Spreads, in dem Sie Calls verkaufen, zur Absicherung einen Call kaufen und Put verkaufen und zur Absicherung einen Put kaufen. Und wenn Sie das machen, beispielsweise als Stillhalter, dann haben Sie hier direkt auch die grafische Darstellung und Sie sagen einfach nur, okay, ich möchte den 19. Dezember, der ist für alle gleich beim Iron Condor, das heißt gleiches Verfallstermin. Und dann sagen Sie, okay, den Put, den hier dementsprechend hier bei Apple, wir sind bei 115, beispielsweise verkaufen Sie Puts bei 80 und zur Absicherung bei 85 und dann nehmen Sie noch einen Call bei 100 und dann setzt er Ihnen automatisch den nächsten bei 105. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, in dem Fall jetzt wird es eher Sinn machen, die weiter oben zu setzen, aber das ist jetzt eine andere Sache. Also das System setzt automatisch hier in der gleichen Relation den Iron Condor auf. Das heißt, Sie sagen, ich verkaufe den Put bei 80 und kaufe zur Absicherung bei 85 und dann muss ich den mit 120 und 125 aufsetzen. Also das ist schon eine Erleichterung, diese Strategie, die Sie hier machen können. Oder wenn Sie sagen, ich möchte ein Straddle oder was auch immer, dann sagt er Ihnen automatisch Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen müssen, um solche Spreads hier einzugehen. Wie sieht sowas aus? Also, du kannst ja mal ganz kurz machen. Wenn ich jetzt hier so einen vertikalen Spread verkaufe, sagen wir mal auf Apple, und ich sage bis Dezember, ich sage, ich möchte Calls verkaufen und weil ich sage, die Apple, die steigt beispielsweise bis Dezember nicht über 130 und zur Absicherung nehme ich den 131er als Beispiel.
oder 135er, dann sage ich hinzufügen. Und dann habe ich hier links diesen Vertical Spread. Ja, zwei Calls, den einen Verkauf und den anderen kaufe ich. Und da kann ich also diesen Spread direkt auch verkaufen. Das heißt, in dem Falle, habe jetzt natürlich nicht geschaut, also ich bekomme jetzt hier nur 6 Dollar, das macht natürlich wenig Sinn. Ja, aber Sie können in dem Falle hier direkt eine Order setzen auf den Spread. Das heißt, der Preis minus den Preis, ja, ist dann die Prämie, die Sie bekommen. Diese Möglichkeit gibt es auch. Das sehen Sie aber auch im Option Trader. Ja? Also wenn ich den vielleicht nochmal öffnen kann und Sie sagen sich, okay, ich möchte beispielsweise, wo waren wir jetzt, sagen wir mal hier bei 120. Ja, Sie bauen sich die Strategie und dann können Sie sagen, okay, hier können Sie die Order direkt aufgeben und den Spread übermitteln beispielsweise. Da sollen Sie aber immer mit Limit arbeiten. Das heißt, ansonsten kann es sein, dass Sie da einen schlechten Kurs erwischen. Also generell bei Optionen würde ich immer mit Limit Orders arbeiten. Ja, also das sind die Möglichkeiten, Optionen einzugeben. Und wenn Sie jetzt eine Option gekauft haben, wir können es ja jetzt mal machen, auch mal bei Apple, nur dass Sie es mal sehen. Kaufen jetzt mal hier diesen Call. Gucken wir mal, ob er ausgeführt wird. Gibt es mal 3 ein. Jetzt sind wir ausgeführt worden. Also ich sehe jetzt, ich habe gekauft den Apple Call hier für 2,90 an der Amex und sehe jetzt hier in dem Falle in meiner Kontoübersicht, dass ich neben den beiden Aktien auch diesen Apple Call hier habe. So, und jetzt kann ich diesen Call natürlich verkaufen. Das ist ein Long Call, indem ich sage, okay, schließen der Position. Und dann macht das System hier automatisch eine Verkaufsorder. Und das kann ich natürlich auch machen, indem ich Stillhalter bin, indem ich sage, schließen der Position, dann macht er mir automatisch eine Kauforder, um die Position zu schließen. Und wie kann ich einen Take Profit setzen? Das kann ich natürlich ganz einfach machen. Ich sage, okay, ich habe jetzt hier diesen, gehe jetzt mein Portfolio, hier ist dieser Call jetzt drin. Und ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte diesen Call verkaufen. Und zwar, mein Take Profit ist beispielsweise bei 4 Dollar. Macht natürlich tagesgültig keinen Sinn, sondern GTC. Dann übermittle ich das Ganze. Und ich habe jetzt unter Pending meine Order, sprich die offene Order für diesen Apple Call. Das heißt, mein Take Profit ist hier bei 4 Dollar. Ja, und wie ich einen Take Profit setze, so kann ich natürlich auch einen Stop Loss setzen. Ich könnte jetzt sagen, mein Stop Loss ist bei 1,50 Dollar oder was auch immer. Nur wie gesagt, mit Stops sollten Sie vorsichtig sein. Dann lieber, wenn der Preis erreicht ist, eine Limit Order übermitteln und raus aus der Position und nicht vorab schon die Stops reinlegen. Außer wenn Sie sagen, okay, ich kann das nicht beobachten, dann macht es natürlich Sinn, mit dem Stop zu arbeiten. Und aber wenn Sie die Kurse beobachten können, dann, wie gesagt, besser mit den Limits arbeiten.
Gut, gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Also ich empfehle auch die Grundlagenvideos nochmal zur Ordereingabe, wenn Sie jetzt gerade noch neu sind in dem Thema. Haben wir auf unserer Homepage verschiedene Videos und das können Sie sich anschauen. Dieses Webinar wird auch aufgezeichnet. Das werden wir in den nächsten Tagen online stellen. Dann können Sie sich das nochmal in Ruhe anschauen. Für morgen gibt es noch Möglichkeiten, sich anzumelden. Da gehen Sie einfach auf unsere Homepage und melden sich an für das Optionsstrategie-Webinar und ganze gleiche Prozedere. Sie loggen sich ein, so wie heute. Es gibt noch Plätze auf jeden Fall. Ja, wo finden Sie die Aufzeichnungen? Ich wechsle mal den Monitor. Sie finden einmal hier unter dem Punkt Training Videos. Hier finden Sie, also wie gesagt, alle Videos zusammen oder zu bestimmten Themen. Hier zum Beispiel auch zu Jens Raabe Optionsstrategien und zur TWS Plattformtrainings und so weiter. Dann Next Level Trader und so weiter. Also das sind die verschiedenen Videokategorien, die wir hier anbieten. Ja, gibt es, sind die Änderungen der Orders kostenpflichtig, also teils, teils. In der Regel sind die Limitänderungen und so weiter kostenfrei, aber es gibt Gebühren für Limit Orders, wenn sie zum Beispiel nicht ausgeführt wird. Ja, also wenn Sie Limit ändern, dann gibt es Änderungsgebühren. Das ist aber jeweils von dem Börsenplatz wieder abhängig. Also gerade bei US-Märkten ist es sehr stark von dem Börsenplatz abhängig. Sie bekommen aber dann auch teilweise Gutschriften, wenn Sie das Limit ändern und dann wird es ausgeführt. Dann bekommen Sie wieder eine Gutschrift von der Limitänderung. Aber da müssen Sie schauen, genau welchen Börsenplatz Sie ansprechen. Eine Frage zu TWS-Aufzeichnungen. Ja, vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail, wenn Sie das bestimmt, also bestimmte Frage haben an christian.weiß@captrader.com. Gebe Ihnen mal eben die E-Mail-Adresse, wenn Sie da noch spezielle Fragen haben. Genau, also Sie können uns natürlich auch anrufen, das ist gar kein Problem. Wir gehen mit Ihnen auch eins zu eins die Plattform durch. Das heißt, wir können gerne auch eine 1-zu-1-Schulung durchgehen. Das heißt, wir können uns auf Ihren Rechner schalten und Ihnen Dinge bei der TWS einstellen, wenn Sie sagen, das und das finde ich nicht. Also das bieten wir auf jeden Fall an. Also zögern Sie nicht, uns anzurufen, wenn Sie Fragen haben und die jetzt vielleicht nicht beantwortet werden konnten im Webinar oder im Nachgang Ihnen noch einfallen, können Sie jederzeit natürlich anrufen. Okay, wir sind durch mit der Stunde. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns immer auch von Ihnen Feedback, wenn Sie Feedback uns geben. Sprich, Sie bekommen eine E-Mail noch im Nachgang und können Sie auch eine kurze Bewertung abgeben. Würden uns sehr darüber freuen, wenn Ihnen es gefallen hat. Und wie gesagt, bei Fragen, E-Mail, Telefon, Chat, was auch immer, es gibt viele Wege. Da helfen wir Ihnen gerne weiter. Okay, ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Viel Erfolg an der Börse, ob mit Optionen oder mit was auch immer, mit Aktien, Futures, CFDs. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich hoffe, für jeden ist was dabei. Wir unterstützen Sie immer gerne. Schönen Abend, gute Trades, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.